Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video von uns. Wir machen heute ein Pastrami-Sandwich. Ich habe mir von dem Schlachter meines Vertrauens, der ist in der Nähe von München, Pastrami, Wagyu Pastrami kommen lassen. Die werden wir jetzt gleich mal auspacken und dann werde ich sie euch erstmal zeigen. Jetzt kommt erstmal unser Jingle und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt? Oh, hab mich geschnitten. Nein, habe ich nicht. So, jetzt habe ich meinen Pastrami hier mal aufgeschnitten und hole das jetzt hier mal raus. Das sieht richtig genial aus. Hier kann man so schön die Maserung sehen. Das ist schon richtig toll und riechen tut das hier gerade. Das ist der Wahnsinn. Ich werde das gleich mit der Maschine schön dünn aufschneiden. Ich glaube, mit der Maschine geht das besser, als wenn ich das jetzt von Hand mache. Dann wird das schön gleichmäßig. Aber als erstes werden wir uns mal um unsere Soße kümmern, die da gleich erstmal auf unser Brot kommt, auf unser Sandwich kommt. Das finde ich gut, dass du ein Kilo Zwiebeln gemacht hast. Wir machen heute nämlich noch mehr. Deshalb ist meine Mutter schon am Zwiebeln machen. Kleine Ankündigung, meine Mutter macht auch noch ein bisschen was für uns. Also das wird heute ein mega Filmtag hier. Aber wir sind immer noch dabei und machen immer noch unser Pastrami-Sandwich. Und als erstes mache ich erstmal die Soße dafür. Beziehungsweise ja, das Dressing. Ich brauche mal eine kleine Schüssel dafür. Komm mal ein bisschen ran. Dafür brauchen wir als erstes einen grobkörnigen Senf. Ich schreibe natürlich wie immer in die Beschreibung unten die Mengenangaben rein, so dass ihr einfach die Einkaufsliste euch nehmen könnt. Da steht auch das ganze Rezept drin und dann könnt ihr danach dann das ganze Rezept eben runterarbeiten. Ich habe da jetzt grobkörnigen Senf reingetan, ein bisschen Mayonnaise und jetzt tue ich hier ein bisschen Meerrettich rein. Könnt ihr aus dem Satz mit Meerrettich und Alkohol? Nein, dich rette ich vom Alkohol, mehr rette ich nicht. So, Quatsch. Mehr machen. Nicht an. Was? Quatsch nicht so viel an. Ach so, ich soll nicht so viel rumquatschen. Na gut, dann tue ich das nicht. Also, doch, natürlich. Ich rühre hier jetzt gerade mal eben schnell mein Dressing. Mal kurz gucken, wie das schmeckt. Und? Ja, das ist schon ganz geil. Ich würde sagen, ein bisschen Salz wäre auch noch ganz gut. Das tun wir dann mal eben rein. Und ein bisschen, vielleicht ein Hauch Schärfe wäre auch ganz geil. Ein ganz bisschen Chili Flakes, nicht so viel. Und ein bisschen Pfeffer. Natürlich aus der Mühle. Immer. Genau. Immer frisch. Einmal umrühren und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Das können wir dann gleich verwenden. Sehr gut. Ich habe jetzt mir hier meine Pfanne hingestellt. Da tue ich mir jetzt ein bisschen Butter rein. Darin werde ich mir gleich mal schnell meine Weißbrotscheiben so ein bisschen anrösten. So, Flocke Butter. Zack, zack. Meine Pfanne ist jetzt nicht ganz so riesig, deshalb mache ich das jetzt Step by Step. Eine Scheibe nach der nächsten schön anrösten, damit die halt richtig gut aussehen. Sieht richtig gut aus. Die erste Seite sieht schon ganz cool aus. Ich hole mir mal eben einen Teller. Einzelfertig, die nächste. Genau. Und so machen wir jetzt erstmal schnell 4 Scheiben. Ein Teil meiner Zwiebel habe ich ja jetzt schon klein geschnitten. Ich schneide jetzt noch mal eben schnell den zweiten Teil runter. Mein Weißbrot ist jetzt hier gerade, oh, es ist ruhig. Das Weißbrot ist hier gerade schön angeröstet worden mit ein bisschen Butter. Ich habe mir schon den Finger geschnitten mit meinem Messer. Ich bin das nicht mehr gewohnt, mit so scharfen Messern zu arbeiten. Aber ich habe mir ja ein neues Werkzeug gekauft, um meine Messer jetzt richtig geil zu schärfen. Das werden wir gleich nach diesem Video machen. Was habe ich falsch rum geschnitten? Die Zwiebel. Du hast erst hinten den Stängel abgeschnitten, da hättest du dran fassen können. Dann brauchst du nicht deine Finger so in die Zwiebel halten. Achso, ja, also habt ihr gehört, man schneidet das andersrum. Machen wir beim nächsten Mal. Ich nehme jetzt mein Toast hier aus der Pfanne. Mit der Gabel? Ja, mit der Gabel.
oder so, schön angeröstet. Da tun wir uns jetzt ein bisschen Öl hinein und dann rösten wir uns da kurz die Zwiebeln an. So, ein bisschen Öl in die Pfanne. Da kann man mal sehen, wie schräg mein Arbeitsplatz hier ist. Ich tue mir da jetzt meine Zwiebeln drauf und röste mir die mal eben schnell an. Es ist laut und windig, ne? Es ist laut und windig heute, genau. Das hält uns aber auch nicht davon ab, trotzdem hier weiterzumachen. Immerhin wollen wir ja alle unser Sandwich haben. Ich mache da jetzt ein bisschen braunen Zucker drüber und karamellisiere mir schön meine Zwiebel. Meine Zwiebeln sind hier jetzt gerade dabei, vor sich hin zu karamellisieren. Ich habe Cornichons jetzt hier. Eine werde ich essen und nebenbei schneide ich eben schnell die anderen klein. Meine Zwiebeln sind hier noch am Werden, das dauert noch einen ganz kleinen Moment. Es geht los, jetzt können wir montieren. Komm mal ein bisschen dichter ran. Sieht das nicht obergenial aus? Diese mega Maserung da drin. Richtig, richtig genial. Ich nehme mir jetzt etwas von unserer Soße, die wir vorbereitet haben, mache die hier auf meine Sandwich-Scheibe drauf. Belege diese Sandwich-Scheibe jetzt gleich mit etwas von meinem Pastrami. Super, dann kommen oben drauf die Cornichons. Nein, falsch, erst die Zwiebeln. Entschuldigung, erst Zwiebel. Super. Dann die Cornichons. Schön gleichmäßig verteilt überall. Das sieht schon mal richtig gut aus. Sehr lecker. Dann nehme ich mir jetzt eine zweite Scheibe. Tu mir da schön wieder etwas von unserer Soße drauf. Kann man schön sehen, diese Körnigkeit von diesem groben Senf. Das sieht schon richtig gut aus. So. Dann klappen wir den da oben drauf. Nehmen uns das böse Messer, was mich vorhin geschnitten hat, und schneiden das einmal auf. Und schon ist unser erstes Pastrami-Sandwich fertig. Und das sieht doch schon mal richtig lecker aus. Das werden wir jetzt gleich verspeisen und dann gibt es eine zweite Variante. So, erste Charge Sandwiches ist aufgegessen. Ich fange jetzt an, die zweite Version zu bauen. Ich habe hier jetzt ein bisschen durchwachsenen Speck, den schneide ich jetzt mal so ein bisschen rudimentär in Stücke. So, einmal aufs Messer, dann ab in die Pfanne. Da braten wir das jetzt so ein bisschen an. Also ich brate hier jetzt gerade so ein bisschen Speck an. Der muss halt jetzt ein bisschen durch sein, damit es weitergeht. So, jetzt tue ich meine Zauberzutat hier hinein. Das lassen wir jetzt so ein bisschen rösten und wollen natürlich, dass so ein bisschen die Flüssigkeit verloren geht. So, Flüssigkeit ist weg. Wir wollen aber ja auch eine super cremige, schöne Soße haben. Deshalb tun wir da jetzt ein wenig Sahne drauf. Wie gesagt, ich werde wieder wie immer unten in der Description Box kommt wieder das Rezept rein und genaue Angaben, wie viel wir von wem brauchen. Riecht gut? Okay. Meine Mutter macht schon große Augen und sagt, riecht gut. Das reduzieren wir jetzt auch runter. Und dann kann ich mir gleich nochmal nebenbei hier schnell nochmal 4 Scheiben von meinem Weißbrot runter rösten. Und dann können wir gleich wieder anfangen zu montieren. Wir haben ein bisschen Butter in die Pfanne.
Die will natürlich nicht raus, lassen wir die mal kurz da liegen. Ich muss mir mal eben schnell wieder Brot nehmen. Heute ist das Wetter natürlich nicht ganz so geil. Sonne scheint irgendwie nicht. Irgendwie vorausgesagt haben sie wieder irgendwie 21 Grad, die haben wir aber nicht. Wir haben so einen kühlen Wind hier an der Ostsee. Nicht ganz so schön. Ich wäre gerne an die ans Wasser gegangen, ein bisschen zum Bad paddeln, aber irgendwie paddeln ist nicht. So, wieder ein bisschen Butter in der Pfanne heiß. Einmal kurz da reinlegen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen heißer hier, weil diese Pfanne wird irgendwie nicht so schnell so schön heiß, wie ich das gerne hätte. Und jetzt werden wir mal eben 4 Scheiben wieder schön rösten von beiden Seiten. Ich bin schon wieder viel zu schnell für meine Kamerafrau, die schon wieder mit ihrer Schönheit beschäftigt, anstatt mich jetzt zu filmen. Also, ich habe mir einen von diesen Toastscheiben schon mal genommen und die Frechheit meine Frau zu beschimpfen. Hab da schon mal wieder ein bisschen was von meiner Soße drauf getan. Tue da jetzt schon wieder ein bisschen was von unserer oberleckeren Pastrami drauf. Sieht geil aus, oder? Diese Maserung, das ist der absolute Hammer. Ich muss einmal schnell hier umdrehen. Dann nehme ich etwas von meiner Spezialsoße obendrauf. Den Namen werde ich einfach mal unten einblenden, weil das ist so eine Aktion hier, wo ich meiner Mutter nicht sagen will, wie das heißt. Müssen da Cornichons rein oder müssen da keine Cornichons drauf? Keine drauf, alles klar. Ja, dann ist das jetzt schön belegt. Dann nehmen wir jetzt die andere Seite frisch aus der Pfanne raus. Legen das hier oben drauf. Dann ist das ready. Ich schneide das jetzt auf und wenn ich den zweiten mache, dann löse ich auf, was es genau ist. Das ist gerade so heiß, dass ich es nicht anfassen kann. Weil es gerade frisch aus dem Ofen kommt. Aber ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich werde die jetzt auch so lassen, ich schneide die nicht noch kleiner. Und jetzt tun wir das mal auf den Teller und dann darf meine Mutter mal probieren. Mal sehen, wie die das findet. Sieht doch geil aus, oder? Hier schön Kimchi. Darunter schön das Fleisch, was richtig geil ist. Darunter unsere Senfsoße. Gibt nichts Geileres. Bevor ich mir das jetzt im Mund stecke, mache ich jetzt die Abspannen. Einen werde ich gleich noch machen. Ich mache da bestimmt noch 1, 2, 3, 4, 5 Bilder, die ich gleich noch hier hinten dranhängen werde. Ja, das war unser Pastrami-Sandwich. Einmal klassisch, wie es New York-Style, wie es halt auch in New York gemacht wird. Einmal so ein bisschen Asia-Style mit Kimchi da drin. Also Weißkohl. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Rezept. Ich schreibe das nochmal unten genauestens auf, wie wir es gemacht haben. Man kann es ja hier auch wunderbar sehen. Hier fliegen schon wilde Hubschrauber irgendwie wild durch die Gegend. Ein Gewitter zieht da auch an. Ich muss halt auch sehen, dass ich meinen Hintern hier wegbewege. Sollte euch das gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Abonniert uns. Da gibt es noch 170 weitere, oder mehr sind das ja mittlerweile, über 170 weitere klasse Rezepte, die man sich angucken kann und machen kann. Schatz, hast du noch irgendwas? Nein, man könnte das auch mit Käse machen. Man könnte das auch mit Käse machen. Probieren wir aus. Machen wir das nächste Mal. Dann sagen tschüss. Und der Frank von footbockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ja. Oh, und wie? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist so geil. Das könnt ihr euch einfach gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Sieht das nicht geil aus, was ich da gerade gemacht habe? Probier nochmal. So. Das war jetzt gerade der Satz aus der Pfanne. Ja. Noch einmal eins zusammengebaut und einen schönen Pastrami drauf. Unsere Soßen unten drunter. Dann schön Kimchi obendrauf. Das Kimchi schön erst schön angebraten mit durchwachsenem Speck. Dann den Kimchi drauf. Einmal kurz die Flüssigkeit von dem Kimchi wegreduzieren. Dann Sahne drauf, Sahne wegreduzieren. Mehr braucht ihr nicht zu machen. Wir wollen ja nicht mega Schärfe oder so haben. Sonst müssten wir da halt noch ein bisschen Chili reintun. Aber das reicht völlig aus. Und dann kann da der Deckel wieder drauf.
Und dann kann man es aufessen. Super. Ja, finde ich auch. Sieht dieses Fleisch nicht genial aus? Ich finde, das sieht so geil aus. So, einmal durchschneiden. Hier hinten läuft schon wieder die Soße raus. Oh, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, jetzt ist definitiv Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Film.